Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Transrate und ich habe mir einen, in Anführungszeichen, Panzer gebaut. Ich spiele mal wieder Robocraft. Das Spiel hat es mir so sehr angetan, dass ich mir sofort auch ein Premium-Konto eingerichtet habe. Also das, da unterstütze ich die Entwickler wirklich, wirklich gerne. Da gebe ich gerne Geld für aus. Das Spiel ist total genial. Um den Panzer hier geht es gerade gar nicht, obwohl der eigentlich auch schon ziemlich cool ist. Es ist halt einfach nur das reinste Gunship sozusagen. Im Übrigen hier, ne, ihr müsst den Pilotensitz nicht einbauen. Das reicht also, wenn der Pilot von unten geschützt ist. So, ich wollte nämlich in meine Garage und die AC-130 Not, also nicht, laden. Und mit dem Schätzchen hier nochmal eine kleine Runde fliegen. Die hatte ich nämlich gestern umgebaut, habe sie jetzt eigentlich noch gar nicht getestet. Und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal in ein Match der Stufe 4, Tier 4. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht, ob wir irgendwas wegreißen können oder nicht. Ansonsten, wenn eben halt nicht, dann werde ich wohl wieder meinen Panzer benutzen, weil mit dem kann man relativ gut XP farmen. Ich habe den Jet jetzt so gebaut, dass es eine Art Abfangjäger ist, halt mit SMGs drauf. Hatte vorher halt so Plasma-Guns drauf, die so eine Art, Mörsergranaten schießen. Fand ich jetzt für einen Jet cool, allerdings nicht unbedingt geeignet, von daher jetzt SMGs. So, ich cutte jetzt mal, bis es hier losgeht, ne? So, da sind wir. Und ich hoffe, die Kiste kriege ich auch nach oben. Oh, jawohl. Sie steigt. Wunderbar. Mal gucken, wie lange ich überlebe. Höher. Höher. Okay, ich muss noch ein paar Helium-Tanks einbauen anscheinend. So hoch kommt das Ding nämlich noch nicht, wie ich es mir erhofft habe. Hat auch viel damit zu tun, dass ich eben halt schwerere Blöcke benutzt habe. Oh, scheiße. Ach, du Kacke. Nein. Nein. Gott! Okay. Ja, danke. Das ist eben halt so ein Problem mit den Flugzeugen. Man ist halt tatsächlich extrem aufgeschmissen mit diesen Dingern. Das ist bei den Panzern nicht wirklich so. Ja, zerstört. Danke, sag es mir noch. Arschloch. Ich meine, man kann die Flügel hier wirklich relativ schlecht schützen. Man könnte jetzt hier zum Beispiel die Düsen abpacken und dann hier drunter noch so Blöcke bauen. Das Ding ist aber eben halt, dass ich auch gar nicht mehr so viele Flops übrig habe. Also sprich, Verbaupunkte, sage ich mal. Oben links steht das jetzt CPU. 553 von 611, das bringt jetzt auf jeden Fall nichts. Dafür müsste ich jetzt mit dem Ding hier erst noch ein bisschen leveln. Und dann könnte ich weiter rumbasteln. Gut, dann fahre ich jetzt mal mit dem Panzer. Der heißt im Übrigen noch Apache, was totaler Humbug ist. Den nennen wir jetzt einfach so. Und den laden wir jetzt und fahren mit dem noch eine kleine Runde. Erster, cool, mit meinem Söki-Joffe-Panzer, wie ich ihn liebevoll getauft habe. So, dann schauen wir mal, wie das jetzt hier gleich abgeht, ne? Aber Leute, es ist Free-to-Play, das Spiel ist wirklich so geil, ich bin total drin verschossen. Also macht mega Bock, ohne Scheiß, mega Bock. So, dann fahren wir mal. Im Übrigen braucht ihr, glaube ich, erstmal gar nicht wirklich die Räder auszutauschen. Also die Bereifung ist immer noch die allererste, also Tier 1 Bereifung. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt durch die Bereifung aufsteigen wollt, dann verbaut lieber Waffen in einem höheren Tier-Level und lasst die Reifen so, weil das bringt einfach nichts dafür, irgendwie Points auszugeben. Das geht nämlich auch alles so recht gut. So, Gegner. Gegner. Da hinten sind Gegner. Oh, 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 der kann snipen. Das ist nicht gut. Schön mal hier um die Ecke driften. Boah, scheiße, nicht in den Schuss fahren. Das wird natürlich krass jetzt. Boah, voll am Jumpen hier. Okay, 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 okay. Ich dachte, die sind alle schon ein bisschen weiter aus der Base raus. Ach du Kacke, das hat mir aber übelst reingedrückt. Leute, spielt es mit ein paar Freunden. Ansonsten wird das sehr oft nichts. Kann ich euch sagen. Meine Lenkachse ist zerstört vorne. Fuck. Oh fuck. Was macht denn der hier? Ich glaube, der hat ein leichtes Problem. Und zerstört. Ist ja geil. Woo! Alter. Ja, guck mal. Fahre ich doch direkt mal hier auf den Flaggenpunkt. Ist genauso wie ein WOT. Drauffahren und dann kann man einnehmen. Oh, scheiße. Scheiße. Hau ab mit deinen Laserguns. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Boah, fuck, Alter. Bam.
Scheiße. Den habe ich noch gut erwischt, ey. Rang 19, aber mein Panzer ist sowas von im Sack. Das geht gleich gar nicht mehr hier. Scheiße. 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 Ich kann nicht belenken. Bumm. Bumm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh fuck. Nachladen, 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 nachladen. Jawoll, den haben wir auch noch weggehauen, ey. So. Jetzt schnell hier auf den Flaggenplatz. Ach, und einnehmen. Egal, was jetzt noch passiert, ich habe auf jeden Fall gute Punkte gemacht. Das passt. Team Victory. Ja, guck mal einer an. Haben wir sogar gewonnen und Erster geworden. Super. Korrekt. Ja, es gibt ziemlich viele Punkte, wenn man Premium ist. Man kann das hier jetzt gut sehen. 2219 habe ich. Ich meine, ohne Premium wäre es auch noch okay, ne? 1480 und 8 Tokens anstatt 12. Jetzt könnte ich mir eben halt von diesen Token in meinem Tech Tree noch Rang 4 Equipment kaufen, wie zum Beispiel ein neues Radar hätte ich jetzt hier frei oder eine neue Düse, die eigentlich gar nicht mal so verkehrt wäre. Aber das lasse ich jetzt alles erstmal. Ich denke, ich werde jetzt noch einmal versuchen, mit dem Jet hier zu fliegen. Garage, so. Weil das Ding ist einfach cool. Das ist halt einfach echt cool. Sieht auch mega geil aus, wie ich finde, ohne mich jetzt da selber beweihräuchern zu wollen. Aber bringt halt kaum was, ne? Das ist halt das Ding. Wobei, Moment, ich kann ja mal eben... Quatsch, nicht schreiben. Escape. Ich kann ja hier mal eben wieder rausgehen. Und dann versuche ich mal eben kurz was umzubauen hier. Und zwar versuche ich den mal nur hovern zu lassen. Gucken, ob ich dann irgendwie mobiler unterwegs bin sozusagen. Das heißt ja, ich bräuchte das Ding auch nicht wirklich. Ich lasse das erstmal hier hinten dran. Ne? Ich weiß halt noch nicht, ob das jetzt was bringt, was ich hier gerade mache. Da müsste ich jetzt nochmal gucken, aber könnte ja sein. Ne? So, dann machen wir die Waffen hier vorne auch noch kurz ab. So. Probieren wir das einfach mal so aus. Was bin ich? Immer noch T4. Sieht man unten, der Balken. Ja, ist halt auch wie ein WOT Tier 1 bis 10. Wobei... Stopp. Man kann ja auch mit der Taste P einfach in ein Testgefecht gehen und gucken, ob das Ding erstmal hier so funktioniert. Weil, wenn nicht, dann habe ich ein Problem. So, also es schwebt schon mal. Okay, es ist sehr wendig. Okay, das läuft so auch recht gut. Ich denke aber, hier kippe ich recht schnell. Irgendwie, oder? Ah. Es geht so. Das sind jetzt hier KI-Gegner. Schieß noch nicht auf dich, das ist nur halt zum Testen. Hm. Ja, und da kippt er schnell um. Das heißt, wenn ich hier so eine Kurve... Ja. Aber ich kann mich auch wieder zurück umdrehen. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, gut. Gebt mir einen Daumen da oben. Ladet euch das Spiel mal runter. Ihr braucht mich im Übrigen hier nicht zu adden. Ich habe hier andauernd irgendwelche Freundschaftsanfragen. Ich, wie ihr seht, spiele nur mit Leuten, die ich kenne. Von daher, ne, nehmt es mir nicht übel. Aber das wird sonst ein Durcheinander sondergleichen. So, haut da rein. Tschüss.